Hallo und herzlich willkommen zu den ÖPNV-News auf ÖPNV-Simulation. Ich bin der Bio und begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet. Eine weitere Woche geht zu Ende, aber es gibt einiges zu berichten, unter anderem Neuigkeiten rund um den Leitstellensimulator. OMSI Köln meldet sich nach langer Zeit zurück und Angebote gibt's auch noch. Das alles und mehr hier in den News. Dovetail Games hat ein neues DLC für Transim World angekündigt. Diese hört auf den Namen Rhein-Ruhr-Ostin. Zu sehen auf dem Bild gab es die Baureihe 185 und die Baureihe 422. Angeteasert wurde das Ganze mit einem Bild am Anfang der Woche, aber Dovetail Games hat es dann bereits am Ende der Woche aufgelöst. Einen aktuellen Release-Zeitraum wurde noch nicht genannt, auch was das Ganze kosten soll. Auch hier gab es noch keine Informationen dazu. Wir rechnen aber, dass dies schon bald geschehen wird. Eine Spielmesse, ein Publisher und viele Spiele. Aerosoft ist auf der diesjährigen MAC 2019 in Erfurt vom 4. bis zum 6. Oktober. Aerosoft hat seine Spiele schon bekannt gegeben, so könnt ihr dort auf der Messe den Tourist-Bus und Fernbus-Simulator anspielen, sowie die LKW-Simulation On the Road. Und für Blaulicht-Fans gibt es noch Rescue HQ. Wer in der Nähe von Erfurt wohnt, kann doch dort mal vorbeischauen. PDP-Software hat, wie letzte Woche angekündigt, weitere Details zum Leitstellensimulator preisgegeben. So ist der Leitstellensimulator mit dem Busbetriebssimulator und OMSI Navigation kompatibel. Jede Leitstellenfahrt kann mit einem Betrieb verknüpft werden. 50% des Gewinns werden nach Abschluss der Leitstellenfahrt auf das Konto des verknüpften Betriebs übertragen. Zudem kann der bestehende Fuhrpark des Betriebs für die Leitstellenfahrt genutzt werden. Die andere Hälfte des Gewinns wird an den Teilnehmer der Leitstellenfahrt aufgeteilt. Jeder Teilnehmer, der mit seinem Busbetriebssimulator-Account spielt, bekommt seinen Anteil auf seinem Multiplayer-Account gutgeschrieben. Der Busbetriebssimulator, Minimap und OMSI Navigation können ebenfalls für die Leitstellenfahrt benutzt werden, um andere Spieler auf der Minimap zu sehen. Wann es hier wieder neue Infos rund um den Leitstellensimulator gibt, ist noch nicht bekannt, aber wir werden euch weiterhin natürlich auf dem Laufenden halten. Dovetail Games haut wieder einige DLCs raus. Viele tolle Strecken und Züge sind aktuell im Angebot. Wenn ihr noch einige Add-ons auf der Wunschliste habt, solltet ihr mal nachsehen, denn die Angebote sind nur bis zum 7. Oktober verfügbar. Der Transim World 2020 ist aktuell um 15% reduziert, sowie viele Strecken und Züge für Transim World und Train Simulator. Zum Release vom Bus-Simulator für die PlayStation 4 und die Xbox One gab es einige Probleme. Mittlerweile sind aber kleinere Hotfixes erschienen für die verschiedenen Plattformen. Diese werden auf den Konsolen natürlich automatisch runtergeladen. Unter anderem sind es natürlich die Performance Improvements. Durch das automatische Ein- und Ausblenden der Spiegel verursachten Crash wurde behoben, visuelle Verbesserung und der Loka-Fix, der den sogenannten Ping-Pong-Modus jetzt zum Rundfahrmodus korrigiert hat. Die PlayStation ist mittlerweile in der Version 2.06, welches hier in den Multiplayer-Modus ein wenig nochmal verbessert wurde. Die Xbox One hat aktuell die Version 1.2.0.11, welche die Optimierung am Speicherbedarf des Spiels, um so die Stabilität zu verbessern, Renderingfehler behoben wurde, der dazu führte, dass Objekte komplett schwarz-weiß oder transparent dargestellt wurden. Weitere Updates sind natürlich geplant, denn der Entwickler ist so mit der aktuellen Fassung noch nicht ganz zufrieden. Wir werden euch dementsprechend natürlich auf dem Laufenden halten. OMSI 2 Köln hat neue Bilder gepostet. Zu sehen sind der Klotwegplatz sowie der Dom und dessen Umgebung. Der DLC, der noch für dieses Jahr angekündigt wurde, war in letzter Zeit etwas untergegangen. Dass aber das Projekt noch in Arbeit ist, zeigen uns diese Bilder. Es wurde weiterhin kein Release-Termin bekannt gegeben. Dennoch sehen die Bilder recht gut und realistisch aus. Wir freuen uns auf das Köln-Addon und wünschen den Entwicklern vom Addon weiterhin viel Erfolg mit der Entwicklung.
Auch hier gab es wieder neue Bilder von Bad Hügelsdorf 2020. Zu sehen auf den Bildern ist viel Grün, enge Straßen, aber mit viel Liebe zum Detail. Bad Hügelsdorf soll noch dieses Jahr erscheinen unter der Kontrolle von Harlykon. Wann es genau ist, ist leider noch nicht bekannt. Wir werden euch dementsprechend natürlich auf dem Laufenden halten. Projekt Gladbeck hat sich zurückgemeldet. Das kostenlose Wuppertal-Erweiterung kommt jetzt kommende Woche. Das bedeutet, sobald ihr jetzt ein Update bekommt auf Steam, habt ihr den neuen Schienenersatzverkehr in Wuppertal. Es ist genau in einer Woche das Lotus-Treffen im Hannoverschen Straßenbahnmuseum. Wir wollten euch nur daran erinnern, dass es am Sonntag, den 6.10.2019 von 11 bis 17 Uhr ist. Wir werden dort sein und werden uns das Spektakel mal anschauen und freuen uns auf die Vorstellung des Streets of Lotus-Moduls. Ebenso interessant für mich sind natürlich auch die Box-Versionen, die im Verkauf sind, sowie die Straßenbahnstrecken für Rails of Lotus. Neben dem Ganzen drumherum gibt es natürlich auch noch schöne alte Straßenbahnen zu sehen im Museum. Hoffen wir mal auf gutes Wetter und leckere Würste. Phasus hat uns einen kleinen Beitrag erstellt. So hat er sich hingesetzt und wollte euch die neue Firma für Lotus vorstellen. Wenn ihr Lotus habt und nicht alleine Multiplayer fahren wollt, vielleicht noch auf der Suche nach einer Firma seid, dann schaut am besten mal bei uns vorbei. Und das war's wieder mit den News für diese Woche. Werdet ihr zum Mac 2019 gehen? Überzeugen euch die Bilder von OMSI 2 Köln? Und wie findet ihr das neue Transim World Addon? Schreibt es hier einfach in die Kommentare. Damit verabschiede ich mich bei euch und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis nächste Woche.